Es ist Renntag und die letzten Vorbereitungen laufen. Die tolle Leistung von Red Bull im Qualifying war eine echte Augenweide. Die Fahrer werden sich jetzt gut auf das Rennen vorbereiten und versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Wir haben ein solides Qualifying von Ferrari gesehen und das Team wird dieses gute Ergebnis im Rennen sicherlich weiter verbessern wollen. Und das Rennen wird unter blauem Himmel stattfinden. Das bedeutet, die Teams sollten ihre Strategien ohne zusätzliche Schwierigkeiten umsetzen können. Und jetzt ist es an der Zeit, dass die Teams ihre Cleverness und die Fahrer ihr Talent zeigen. Mal sehen, was hier beim großen Preis von Japan auf uns zukommt. Richtig, und damit guten Morgen, liebe Gentlemen, und willkommen zurück zu F1 Manager 2022 zum großen Preis von Japan. Ja gut, großartig, Positionverbesserung ist leider nicht so möglich. Wir beginnen das Rennen von P1 und 2 aus mit einem Front-Row-Lockout tatsächlich. Und es wird ein Regenrennen werden. Wir werden bis Runde 5 ungefähr im Trocknen unterwegs sein, also wir starten halt auf Soft logischerweise. Und danach geht es in den leichten Regen hinein bis zum Ende, wie wir sehen. Also wird interessant, ob wir die Inters durchbringen oder einen Stop machen müssen. Weiß ich nicht, die Inters halt nicht so ewig lang, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also wird wohl eine 2-Stop werden in dem Rennen, würde ich jetzt mal vermuten. Wir lassen euch auf jeden Fall am Anfang mal die erste Runde so ein bisschen pushen. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze weitergeht. Ich glaube, viel gibt es nicht zu sagen, deswegen gehen wir rein nach Japan. Die Fahrer stellen sich bei blauem Himmel und Sonnenschein auf. Ich hoffe, irgendjemand startet auf harten Reifen, einfach aus Prinzip. Und da ist Sebastian Vettel. Die Pole Position, darüber muss man doch glücklich sein. Ja. Der nächste Teamfahrer, Max Verstappen. Der zweite Platz in der Startaufstellung. Aber das könnte sich in den ersten Sekunden des Rennens leicht ändern. Ja, natürlich, Verstappen startet in. Hat sich all die Wobei, ich finde in Suzuka Kurve 1 und 2 die Außenbahn eigentlich geiler als die Innenbahn. Machen Sie sich bereit für den großen. Ne, stehen alle auf Soft. Das einzig Intelligente. Die Ampel ist aus und los geht's. So, was haben wir? Wir haben einen guten Start für beide unserer Piloten, glaube ich. Wir haben auch bei Verstappen. Boah, Vettel zieht rüber. Und macht Verstappen damit die Linie so ein bisschen dicht tatsächlich. Alonso kurz mit Leclerc im Fight gewesen. Hamilton an Sainz vorbei. Sainz an Hamilton wieder vorbei. Hamilton und Sainz side by side. Genauso wie Alonso und Leclerc. Da hinten gibt es einen richtigen Fight. Unsere Fahrer können sich hier durchaus ein bisschen absetzen. Das heißt, wir stellen hier jetzt einfach mal auch schon auf normale Pace um. Das sollte ja an sich funktionieren. Unfall mit mehreren Fahrzeugen direkt in Runde 1. Und das könnte VSD zumindest geben. Das hat hier hinten ein paar betroffen. Ja, VSC. And save fuel. Okay, copy. Was ist da passiert? Touchiert. Auf der Strecke herrscht Chaos. Da ist die Wiederholung. Mick fährt auf Track, kommt zurück und ja. Perez fährt rein. Na, Mick, mach doch sowas nicht. Mach doch sowas nicht. Ich meine, mir kann es jetzt egal sein erstmal. Meine Fahrer haben jetzt erstmal einen guten Vorsprung. Vor Sainz. Brauchst die sollte auch bald enden, hoffentlich. Wir können jetzt gerade auch ein bisschen Fuel saven und dann, ja, gucken wir mal. Wie das hier weitergeht. Haben auch jetzt schon eine große Lücke hinter Joe, aber gut, der Regen, wie gesagt, wird relativ bald kommen. Und da werden wir keine Safety-Car-Lücke ausfahren. Jawohl, und Verstappen und Vettel wieder on-brand-pace unterwegs hier. 1,3 Sekunden vor Sainz, der natürlich wiederum jetzt eventuell pushen kann, um sich wieder ins DRS reinzuziehen, weil es war super eng tatsächlich. So, rain imminent. Copy. Es war super eng im Qualifying. You can use DRS.
Deswegen, eventuell kommt er hier tatsächlich wieder ran. Verstappen mit dem Vorteil auf der Geraden durch den etwas besseren Motor gegenüber Vettel. Dafür mit dem Nachteil in den Kurven. Aktuell trennen die beiden nur 2 Zehntel. Ich würde jetzt wirklich aber mal ganz dreist sagen, dass er jetzt erstmal nicht gegen Vettel fighten soll. Die sollen sich jetzt einfach schön wegziehen. Ich möchte nicht, dass die sich jetzt hier gegenseitig wegräumen. Zumal gerade dadurch, dass wir ja noch keinen DRS haben. Können die sich auch nicht mit DRS gegenseitig wegpushen, sondern alles, was die jetzt halt machen würden, wären unnötige Fights. Verstappen mit der schnellsten Rennrunde. Und Alonso hängt echt einfach vor Leclerc gerade und fährt hier einfach mit Hamilton und Sainz. Krass. Haben wir irgendjemanden? Ne, sind alle auf Mick, ja, okay, Haas, ihr seid besoffen. Aber unabhängig davon sind sonst alle anderen auf Soft gestartet tatsächlich. Ich meine, es kam jetzt noch ein Patch raus mit 1.09. Der dafür sorgen sollte, dass die... Dass die KI im Regen etwas intelligente Strategien macht. An Mick sehen wir es jetzt nicht unbedingt, aber an den anderen zumindest, weil wir hatten das ja auch sonst ab und zu mal, dass die auf Mediums gestartet sind oder so. Das muss natürlich nicht sein. Jawohl, 2,2 Sekunden gerade Vorsprung. 34,7, 34,7, 35,0, also 3 Zehntel ungefähr. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, okay, wir müssen beide reinholen. Ja, ja, safe. Das ist super bitter für Verstappen jetzt. Aber wir können ihn nicht noch eine Runde länger draußen lassen. Der Regen wird safe über 1 Millimeter stehen. Also wir müssen, wie gesagt, jetzt beide an die Box holen. Da führt kein Weg dran vorbei. Er würde viel zu viel Zeit verlieren, wenn er draußen bleibt. Deutlich mehr, als wenn wir ihn jetzt auch mit in die Box holen. Dadurch können wir vielleicht Verstappen zumindest vor Leclerc und so halten, die da draußen bleiben. Weil genau, die KI, wie gesagt, die holt halt nur einen Fahrer immer rein pro Team. Es gab einen Unfall. Magnus mit dem Crash. Verstappen findet die richtige Position, aber der kann die wieder aufholen. Safe. Joe, Norris, Leclerc sind draußen geblieben. Russell ist immer noch draußen auf Trockenreifen. Vettel, ja gut, Vettel soll das jetzt mal durchziehen, kommt Runde ja, 28, 29 ungefähr nochmal rein, würde ich sagen. Verstappen hat jetzt halt, wie gesagt, ein bisschen die Arschkarte. Fernab der Linie! Können wir mal rausnehmen. Verstappen muss jetzt halt durch Sainz und Hamilton nochmal durch. Red Bull hat einen Platz gewonnen. Ach, wow, weil... Weil Vettel sich wagt, an Joe vorbeizufahren, geht Hamilton da jetzt hinten dran. Nee, push mal. Verstappen hängt sich jetzt auch hinter Joe einfach. Oh Mann, Leute. Ihr habt Inters, die haben Trockenreifen. Come on. Verstappen müssen wir jetzt halt auch Energie sparen. Verstappen muss jetzt aus eigener Pace erstmal rankommen. Und da müssen wir ihn mit Energie irgendwie vorbeikriegen. Wie gesagt, es war klüger, als Verstappen draußen zu lassen. Guckt euch an, wo Leclerc ist. Schaut euch an, wo Leclerc ist. Also, Verstappen hätte viel zu viel Zeit verloren. Ja, Verstappen holt auch auf jeden Fall auf. Auf die Kollegen da vorne. Hau rein, Sainz. Noch besser natürlich. Kontrolle verloren und da ist der Dreher. Weil das wird uns natürlich auch ein bisschen Luft für den Boxenstopp geben. Wie gesagt, ich denke mal so Runde 30 ungefähr anpeilen. Wäre eine feine Sache. Der Regen bleibt ja bis zum Ende, also noch ein Interstopp ist halt der way to go, würde ich sagen. Verstappen verliert gerade Zeit auf Hamilton.
Eventuell muss Vettel jetzt auch noch mal ein bisschen pushen, um Hamilton aus dem Windschatten rauszukriegen, falls Windschatten mittlerweile ein Faktor ist im Spiel. Nach meinem Wissensstand ist Windschatten eigentlich relativ nicht existent, aber vielleicht sieht das Spiel jetzt gerade ein bisschen anders, weil aktuell ist Verstappen nicht viel schneller als Hamilton. Der Abstand war mal... Da ist wohl ein Wagen von der Linie abgekommen. War mal weniger. Als wenn Hamilton jetzt hier unser Problem wird in dem Rennen. Ja, ne, Verstappen muss jetzt auch wieder vom Spritmodus her runtergehen. Vettel pusht mal ein bisschen Energie. Wenn Windschatten halt wirklich hier unser Problem ist, dann müssen wir Hamilton da rauskriegen. Der S ist ja logischerweise nicht, der S ist ja deaktiviert. So, gucken wir mal, ob Verstappen jetzt ein bisschen besser rankommt. Nee, gar nicht. Hamilton ist gerade schneller. Hamilton ist gerade schneller als Verstappen. What the fuck? Der ballert jetzt aber auch die Reifen nicht irgendwie raus oder so. Nee. Oh. Ja, wo denn? Russell und Albon. Sehen wir uns die wiederholen. Russell ist aber auch ein Crash-Pilot hier, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja, ich gucke mir an, ey. Seht ihr ihn? Boah, krass. Oh nein, und da passiert der Unfall. Ah, ja, war der bitter. Hui, also da hast du aber nichts machen können. Unglaublich einfach. Ne, wie gesagt, in der Karriere hier ist Russell auf jeden Fall echt ein Bruchpilot. Fightet gerade mit Bottas und Alonso um P6 in der Fahrerwertung und ich glaube, in dem Rennen wird er nicht so viele Punkte holen. Okay, Vettel jetzt letzte Runde wieder ein bisschen schneller gewesen als Hamilton. Weil, ja, 1,5 Zehntel ungefähr, Verstappen ist aber halt wirklich langsamer. Und ich verstehe es nicht ganz. 3,9. Hat Hamilton... Vielleicht jetzt wirklich Energie oder Sprit gepusht oder so? Ja, Vettel kann sich jetzt auf jeden Fall Vorsprung rausfahren. Der ist jetzt wirklich so ein Tacken schneller als Hamilton, das ist gut. Also Windschatten kann echt ein Faktor eventuell gewesen sein. So ein minimaler. Oder Hamilton ist allgemein auf der Geraden einfach stärker. Das kann sein, dass Hamilton einen frischeren Motor hat. Das ist durchaus möglich. Verstappen jetzt dadurch wieder ein bisschen näher rangekommen, dadurch, dass wir Energie rausgehauen haben, aber immer noch 2 Sekunden der Abstand. Vettel wieder nur eine Zehntel dieses Mal. Eieiei. Aber Hamilton war in Singapur ja schon stark. Hamilton hat in Singapur echt was abgefeiert. Muss man einfach mal so sagen. Was sagt Ferrari aktuell? Auch relativ on pace mit denen hier vorne. Also Leclerc ist sehr weit hinten aktuell. Der spielt nicht die krasseste Rolle, aber es dürfen von unserer Seite aus keine Fehler passieren. Ja, aber der Regen fängt gleich wieder an. Da gehen wir jetzt nicht auf Trockenreifen. Lol, DRS ist noch aktiviert. Als ob einfach DRS noch aktiviert ist. Deswegen war Hamilton so nah an Vettel dran. Warum ist DRS noch aktiviert? What the fuck? Das fährt jetzt mal ein bisschen Energie safen kurz, weil da müssen wir hier mitten auf andere Wege wegbringen, wenn halt wirklich... Okay, das ist super weird. Rennleitung macht DRS aus. Ne, jetzt hat es ja mit noch nicht mehr. Okay, es wird einfach nicht angezeigt, dass DRS im... War das jetzt wirklich, weil diese eine Runde trocken war?
Hat Hamilton deswegen DRS wegen dieser eine trockene Runde? Da wird für eine Runde wird doch nicht DRS aktiviert. Das ist doch Beschiss. Okay, hat ihn so oder so wieder rangebracht. Ich finde aber witzig, dass Magnussen mit einem halben Frontflügel fährt, weil Haas scheinbar keine mehr hat, aber ist okay. Ne, Mick fährt noch mit dem vollen. Also ich möchte mir jetzt gleich nochmal den Flügel anschauen von Hamilton. Ob der aufgeht oder nicht. Aber gerade war es zumindest nicht so. Nee. Okay, krass. Dann hängt das wirklich mit der Streckenfeuchtigkeit zusammen. Ja, wir können jetzt gerade nicht viel tun. Wir müssen sie jetzt einfach weiterfahren lassen mal. Und wie gesagt, wir haben 53 Runden ungefähr. Warte, wir können das ja mal ganz easy gegenrechnen. Wir sind in Runde 6 reingegangen. Das heißt, wir müssen 47 Runden insgesamt aufwärts fahren. Das heißt, ungefähr nach 24 Runden, ja, das heißt Runde 28, 29 ungefähr sollten wir sie reinholen. Das kriegen wir hin. Ja, wir müssen Verstappen wieder an Hamilton rankriegen. Ich möchte aber jetzt gerade zumindest noch nicht. Wir sparen mit beiden gerade ein bisschen Sprit an. Ich möchte, dass die Sprit pushen, wenn wir an der Box waren. Und nicht vorher schon. Ferrari. Ja, fährt gerade auf jeden Fall der Schnellste im Feld. Verstappen ähnlich schnell zu Hamilton. Ferrari einen Tacken langsamer. Alonso auch nochmal einen Tacken langsamer. Also ich denke nicht, dass Alonso hier uns Stress machen wird. Großartig. Hamilton hält sich aber wirklich, wie gesagt, echt gut dran. Also, wenn da ein Fehler passiert, haben wir ein Problem. Muss man einmal so sagen. Aber sonst wird hier vorne gerade nicht viel passieren. Deswegen gucken wir mal den anderen hier hinten zu, die gerade auf Magnussen auflaufen. Magnussen muss eigentlich aus dem Rennen genommen werden, theoretisch. Der soll jetzt ohne Frontflügel da im Regen noch fahren. Eigentlich müsste der entfernt werden. Das ist super gefährlich. Ich finde es aber auch tatsächlich sehr schade. Das hatten wir hier zwar noch nicht in der Karriere, auf Twitter hatten wir das schon ein paar Mal. Du kannst nicht alte Specs von Frontflügeln verbauen. Du musst den neuen Spec nehmen. Also wenn ich jetzt quasi, wenn Verstappen jetzt einen Unfall bauen würde mit seinem Spec 2 Frontflügel und wir hätten davon keinen mehr theoretisch gesehen, dann könnten wir keinen Spec 1, 3 oder 4 draufziehen. Sondern wir müssten einen Spec 2 draufziehen. Wenn wir da keinen mehr haben, können wir bei Verstappen nicht mehr in Frontflügel wechseln. In der Theorie. Das ist halt genau das, was bei Magnussen gerade passiert. Und das ist halt ein Problem. So, wir lassen jetzt beide mal ein bisschen Druck machen. Damit Vettel sich eine größere Lücke rausfährt und Verstappen näher an Hamilton rankommt. Um ihn wirklich auf P2 wieder vorzukriegen im Bestfall. Gelb in Sektor 1. Irgendjemand off-track wahrscheinlich kurz gewesen. Leclerc, glaube ich, oder? Der Abstand ist doch gerade größer geworden. Da ist wohl jemand von der Linie. Nee, Perez, okay. Ja, aber zwischen Leclerc und Sainz waren noch keine 11 Sekunden. Bin verwirrt. Sainz kommt auf jeden Fall an Alonso ran. Dauert aber noch ein Stückchen. Weil auch Alonso gerade sehr gute Zeiten geht. Vettel zieht sich jetzt ein bisschen weiter weg vor Hamilton. Verstappen kommt nicht so krass ran, Alter. Ui, 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 ui. Das ist nicht optimal. Vettel gerade 23 Sekunden vor Leclerc. Der Boxenstopp dauert auch so ungefähr so lang, oder? Ja, so lang ist die Box in Japan nicht. Keine 30 Sekunden. Wäre auf jeden Fall sehr gut, wenn wir uns da einen Vorsprung rausfahren könnten. Mit Vettel. Auf nicht auf Verstappen, auf Leclerc. 38,9, 39,0 von Leclerc. Okay. Ja, wie gesagt, die sind ähnlich schnell hier gerade, die Top 6. Alonso ist noch so der langsamste, glaube ich, aus der Gruppe. Der schnellste ist Vettel. Danach aktuell Verstappen zumindest. Und danach Hamilton schon.
Ferrari aktuell langsamer, relativ identisch, aber danach Alonso. Also es wird am frühesten Sainz mit Alonso in eine Kollision kommen. Oder nicht in eine Kollision, sondern in den Konflikt kommen. Ja, bei Verstappen müssen wir über die Box eventuell versuchen, was zu machen gegen Hamilton. Weil aus eigener Kraft raus wird das, glaube ich, nichts. Aber wir müssen noch ein paar Runden draußen bleiben, auf jeden Fall. Hat sich am Wetter was geändert? Nee, das bleibt weiterhin leichter Regen. Das hier könnte gut sein, die Phase. Das könnte die Reifen gut schonen, wenn ein bisschen mehr Wasser, so 2,5, 3 mm auf der Strecke liegt. Dann halten die Reifen nochmal ein bisschen länger. Für alle natürlich, klar. Aber würde halt auch das Risiko ein bisschen reduzieren, dass die Fahrer doch einen Fehler machen wegen alten Reifen, falls das passieren kann in dem Spiel. Ja, die Lücken entwickeln sich halt nicht so hundertprozentig optimal, muss man sagen. Also für Vettel schon, aber auch nicht zu krass. Also Hamilton ist gerade echt verdammt strong. Wir müssen denen sagen, dass wir Druck machen sollen nach dem Boxenstopp. Da gibt es am meisten Sinn. Ich würde so Runde 28, 29 anpeilen. Ich würde sogar Vettel trotzdem vorher reinholen vor Verstappen, einfach um den Sieg zu sichern. Also Vettel Runde 28, Verstappen Runde 29. Damit Hamilton kein Undercut gegen Vettel machen kann. Weil sonst haben wir halt ein richtiges Problem. Aber bei Vettel kriegen wir im Zweifel easy an Hamilton wieder ran. Verstappen eher nicht so. Vettel gibt ja da vorne gerade die Pace an. Muss man ja mal sagen. Auch wenn, wie gesagt, nicht allzu stark. Hier hinten passiert gerade aber auch nicht viel, ne? Bottas und Gasly dürften zwar beide schneller sein als Ricciardo, das interessiert die gerade aber nicht. Also gerade Bottas müsste da eigentlich ganz geschmeidig vorbeigehen. Also du hast halt gerade Alonso, der um P4 fährt. Nicht viel langsamer ist als Sainz hinter sich und Ocon struggelt gerade da um P11 rum. Ganz wilde Sache. Wir sehen, wie gesagt, der Abstand zwischen Verstappen und Hamilton bleibt. Der zwischen Vettel und Hamilton wird größer. Das heißt auch, der zwischen Vettel und Verstappen wird größer. Es wird aber kein, also es würde nicht für ein Double Stack reichen, glaube ich. Ich glaube, 5 Sekunden sind dafür nicht genug. Weil das wäre die andere Alternative. Vettel zu sagen, es soll jetzt pushen und wir holen beide gleichzeitig rein. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, wie Double Stacks in dem Spiel funktionieren, aber ich meine, 5 Sekunden dürften nicht genug Zeitraum sein. Da fährt er 10 Sekunden ungefähr auf Alonso. Das heißt immer noch so ungefähr 23 auf Leclerc, richtig? Ja. Ja, okay. Ich glaube, unser Plan ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist so mit das Beste, was wir machen können. Magnussen wird bald von Mick überrundet. Kann man auch mal so anmerken. Wo ist denn der gerade? Er denkt jetzt halt vor... Okay, er hing vor Hamilton. Hat ihm ein bisschen Zeit gekostet. Er denkt jetzt gleich vor Verstappen. Bitte Verstappen, komm einfach vorbei. Blue Flag. Ach. Ja, aufgehalten hat es ihn trotzdem. Das waren jetzt wieder 2 Zehntel ungefähr. Ah, Magnus uns... nehmt den aus dem Rennen raus. Was soll der hier noch? Der wird, wie gesagt, gleich von Mick überrundet. Es ergibt keinen Sinn, dass der noch fährt. Was wollt ihr von dem noch? Ja, jetzt ist er von Mick überrundet worden. Und jetzt gleich von Albon. Albon hält aber erst nochmal schön auf. Oh Mann. Ja, und Magnussen damit eine Runde hinter... P19.
Oh Mann. Alonso dadurch immerhin näher an Sainz rangekommen. Andersrum, Sainz näher an Alonso rangekommen. Also gut, Alonso ist auch näher an Sainz rangekommen. So ist jetzt nicht. Aber das ist nicht die Aussage, die ich tätigen wollte. Weil die ein bisschen... ein bisschen, wie man im Englischen sagt, misleading ist. Also, dich auf eine falsche Fährte führt. Ja, okay, Reifen sehen sehr gut aus gerade. Hatten wir da jetzt kurz mehr Regen? Ich habe gar nicht drauf geachtet, tatsächlich. Nee, hatten wir nicht. Game Sektor 2. Beim Safety Car will ich ihn da bis Deck machen, trotzdem. Haben die Räder blockiert? Wie gesagt, wir holen Runde 28 Vettel rein. Eine 29 Verstappen oder riskieren wir den Double Stack? Ne, wir riskieren den Double Stack nicht. Wozu? Alonso ist sowieso langsamer. Sainz wird Alonso auch erstmal nicht vorbeikommen, denke ich. Das wäre unnötig, das zu riskieren. Das heißt, jetzt die frischen Inters für Vettel. Und nächste Runde dann für Verstappen. Ich bin auch sehr gespannt, ob Vettel rauskommt, weil wenn Vettel jetzt halt hinter Leclerc rauskommt, haben wir auch ein Problem. Also direkt hinter Leclerc. Wer hat jetzt einen Abgang gemacht? Oh, ein Dreher! Latifi, okay. Vettel der Einzige in der Box, die anderen gehen nicht. Also ihr könnt versuchen durchzufahren, aber funktionieren wird das nicht. Und Vettel kommt vor Leclerc aus, ein gutes Stück. Nice. Sehr gut. Und wenn die anderen echt draußen bleiben, dann könnte Verstappen den Undercut schaffen gegen Hamilton. Die Frage ist jetzt, was kann Vettel jetzt für Zeiten gehen? Wie viel... Ja, okay, Vettel ist... Also im Verhältnis zu Sainz gerade ist er schon deutlich schneller. Das wird einiges an Vorsprung werden für ihn. Und wenn Hamilton jetzt nicht reingeht, haben wir Verstappen an Hamilton vorbei. Ja, Hamilton bleibt draußen. Verstappen muss jetzt pushen, wird damit an Hamilton vorbeikommen. Die ziehen ihre Inters halt bis zum Ende, glaube ich. Also nicht bis zum Ende vom Rennen, sondern... Verstappen kommt hinter Leclerc raus. Das ist nicht gut. Ich meine halt nicht, die ziehen ihre Reifen bis zum Ende vom Rennen, sondern bis zum Ende ihrer Lebensdauer. Herr Vettel hat ungefähr... Vettel hat einiges auf Verstappen gut gemacht, oder? Ja, Vettel hat, ich glaube, 2,5 Sekunden jetzt auf Verstappen rausgefahren. In der einen Runde. Also wir kriegen Verstappen damit, wenn Hamilton nicht diese Runde reingeht, auf jeden Fall vorbei. Hamilton bleibt draußen. Nice. Das Verstappen mit der Leclerc ist halt ein Problem. Weil da muss er auch erstmal vorbeikommen, aber das kriegt er hin. Wie gesagt, die werden ihre Inters bis 30% oder so wahrscheinlich runterziehen. Die KI-Fahrer. Die werden dann halt deutlich frischere haben als wir. Das ist eh klar, aber ich glaube trotzdem, dass das die stärkere Strategie ist, weil wie gesagt, auch der Regen wird ja bis zum Ende sich durchziehen. Und dass es wie jetzt an Vorsprung rausfahren, müssen die dann auch erstmal wieder reinholen. Bin gespannt, wann die reingehen. Sainz geht jetzt rein. Verstappen geht's halt hinter... Ja, Verstappen, geh vorbei. Das war ein Unfall. Nice. Du hast ja schon wieder mit dem Crash, Alter, das gibt's doch nicht. Sainz der Einzige, der drin war. Sonst kein Einziger. Red Bull hat einen Platz gewonnen.
Krass, okay. Aber ja, Verstappen an Leclerc vorbei. Das ist sehr gut, damit haben wir schon mal einen Vorsprung, einen Boxenstopp-Vorsprung auf Ferrari. Oder auf Leclerc zumindest mal mit beiden Fahrern. Sainz ist halt mit etwas frischeren Reifen. Die Frage ist, wie gut die Reifen durchkommen. Hamilton immer noch nicht an der Box. Verstappen ist mittlerweile hundertprozentig vor ihm. Aber wie gesagt, er wird irgendwann die frischen Inters haben, während wir noch auf alten unterwegs sind. Also die Nummer ist noch auf gar keinen Fall durch. Norris Bottas Gasly jetzt an der Box. Ja, 35% auf den Reifen gerade. 33,5 für Vettel im ersten Sektor, 34,1 für Hamilton. 41,8 im Mittelsektor, 41,3 im Mittelsektor. Also ja, Vettel und Verstappen sind gerade beide deutlich schneller. Und Vettel hatte Alonso gerade vor sich. Hat deswegen noch mal ein bisschen Zeit sogar verloren. Red Bull ist weiter vorne. Und Leclerc an der Box. We've had a big crash here. Ja, ja. Gelbe Flagge. Gasly mit Unfall, aber immer noch kein Safety Car oder so. Das ist gut. Ja, da wurde Vettel jetzt ein bisschen aufgehalten von Stroll. Aber alles noch akzeptabel, sag ich mal. Ich glaube sogar, es hätte hier in dem Rennen potenziell sogar eine Dreistopp funktioniert, dass du zweimal frische Inters holst. Wenn ich bedenke gerade, wie Vettel auf Hamilton aufholt, wahrscheinlich echt eine Dreistopp machen können. Im Idealfall landet Hamilton sogar hinter Sainz. Das könnte sogar passieren. Je nachdem, wie lange er noch draußen bleibt. Weil auch Sainz müsste aktuell deutlich schneller sein als Hamilton. Ricciardo jetzt in der Box. Ja, Sainz gerade auch 1,8 Sekunden letzte Runde. Was hat Hamilton vor? Und wie lang? Russell jetzt an der Box, das heißt Hamilton wird nicht... Doch, Hamilton geht jetzt rein. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Ja, sehen wir nicht, wie lange der Stop gedauert hat. So, wo kommst du raus? Hinter Verstappen auf jeden Fall, aber vor Sainz, ne? Ja. Hey, 7 Sekunden ungefähr. Hamilton aber jetzt mit etwas frischeren Reifen. Das kann in der Pace einiges ausmachen. Wir gucken jetzt mal direkt auf die Sektoren. Verstappen im Mittelsektor. ...41,4 von Vettel. ...41,4 von Verstappen. Hamilton. ...41,3. Okay, letzter Sektor. ...21,4. Verstappen hinter Alonso, da können wir nicht werten. Na, 21,3 trotzdem, okay. 21,3 von Hamilton. Also jetzt gerade zumindest hat er nicht viel aufgeholt auf die Runde. Trotz der frischeren Reifen. Aber gut, die Inters werden ihre Pace auch gerade noch halten zumindest. Was halt sein kann, ist, dass die letzte Runde ekelhaft werden. Dass wir irgendwie ab Runde 50 merken, okay, unsere Inters sind jetzt hinüber. Und die von Hamilton allerdings auf der anderen Seite haben da noch die gute Pace. Und sind dann halt irgendwie eine Sekunde oder was schneller pro Runde. Das kann halt sein. In der Theorie möglich. Na, ja, letzte Runde war er schneller. Definitiv. Erster Sektor und Takten langsamer. Nein, Vettel.
Du das nicht. Sieh mal einer an. Ein Ausritt. Sehen wir mal, was da passiert ist. Wir sehen nochmals hin. Sebastian Vettel war da verwickelt. Ein Ausritt. Nicht gerade was? Grund zur Freude. Also das hat ihn jetzt auch nicht wirklich Zeit gekostet, dass ich sehen würde. Oder? Hä? Verstehe ich nicht. Schau wieder gelb. Ja, Mai, was macht ihr denn? Na, sehr lange gelb diesmal. Nee. Stroll mit dem Dreher. Hamilton 6,7 ungefähr. Ja, schwierig zu berechnen gerade, weil Alonso gerade extrem langsam wird. Ja, doch 6,7 ungefähr hinter Verstappen. Also letzte Runde relativ ähnlich wieder. Ja, eine Zehntel schneller würde ihm nicht helfen. Also wenn wir die Pace halten, ist alles fein. Die Frage ist, ob wir die Pace halten bis zum Ende. Was Alonso fort, weiß ich nicht. Alonso wirft gerade erfolgreich eine Top-Platzierung weg. Und P4 hätte er fighten können. Hamilton hält sich hinter Alonso gerade. Sehr gut, das bringt Vorsprung für Verstappen. Aber jetzt geht Hamilton vorbei, oder? Durch 130R. Durch die Schikane. Ja, geht er vorbei. Aber hat ihn eine halbe Sekunde gekostet, Alonso. Jetzt geht Alonso in die Box, aber Alonso wird die Position gegen Sainz und Leclerc verlieren. Also wenn er früher reingekommen wäre, hätte er definitiv P5 gehabt. Und wäre danach halt irgendwann im Fight mit Sainz eventuell gewesen. Aber so ist er jetzt halt deutlich dahinter und das wird er auch nicht mehr aufholen. Da hat Alpine echt was weggeworfen. Einige Punkte definitiv. Hier hat sich jetzt auch alles auseinandergezerrt. Ich glaube, wir haben gerade einfach wirklich nur alle im Time Trial, außer Perez, der mit Joe kämpft. Ja, und das war's. Das ist der einzige Zweikampf, der gerade existiert auf der Strecke. Mehr haben wir nicht. Jetzt glaube ich sogar ein bisschen die Reifen schon. So ein kleines bisschen mal für ein paar Runden. Mal bis Runde 43 ungefähr. Da wird Hamilton jetzt ein bisschen rankommen, aber ich denke nicht krass genug. Ich denke, die 7 Sekunden, die wir haben, er muss über eine halbe Sekunde pro Runde aufholen. Davon ist er gerade noch sehr weit weg. Also sehr, sehr weit weg. Das schafft er jetzt gerade so, wenn wir die Reifen schonen. Aber ja, dieser Zweikampf hat sich auch gerade erledigt. Da, guck mal hier, Mick und Stroll. Ein Zweikampf erledigt sich, ein anderer passiert. Okay, jetzt können wir die Pace wieder ein bisschen höher stellen. Müssen wir auch sogar, denke ich. Mick geht vorbei an Stroll. Sehen wir uns und dreht das sich. Mal an. Okay, aufgepasst. Da ist Schumacher. Oh je, oh auch je, gut. Je, der Wagen ist außer Kontrolle. Ich wollte gerade schon ansetzen. Ja, der wird ihm jetzt aber wegfahren das und dann gleich mit Albon fighten, aber... Es kann ihre Gesamtchancen wirklich beeinträchtigt haben. Sehen wir uns das genauer an. Das ist doch 3 Jahre her. Das war am Rennstart. Das war wirklich... Das Sehen war Runde 1. Die Wiederholung. Was ist jetzt kaputt? Sehen wir uns die Wiederholung an. Ja, okay, sehen wir uns die Wiederholung komplett an, ja. Machen wir mal. Okay, keine Ahnung, was das für ein Bug war, aber nehmen wir hin. Latifi war immer noch draußen, Ocon auch. Faszinierend. Sehr, sehr faszinierend. Ja, Mick damit erstmal 20 Sekunden auf Stroll verloren. Kann man machen, auf jeden Fall. Kann man machen. Und ich glaube, das nächste, was wir jetzt hier an einem Kampf haben, wird Ocon Tsunoda sein. Ocon ist mit den frischen Reifen. Tsunoda, ja, die haben schon ein paar Runden mitgemacht.
Also da kann er rankommen auf jeden Fall. Hamilton 5,8 Grad. Also wenn wir die Pace, wie gesagt, halten, ist alles fein. Theoretisch. 10 Runden noch. Wie gesagt, Hamilton muss eine halbe Sekunde pro Runde aufholen. Er wird am Ende einen extremen Reifenvorteil haben. Da bin ich mir recht sicher. Aber aktuell sind wir noch gut dabei. Auf jeden Fall. Das wird jetzt schon ein bisschen mehr, muss man sagen. Das wird jetzt schon immer mehr, was er aufholt. Könnte ein Problem werden für Verstappen und vielleicht sogar noch für Vettel. Könnte durchaus problematisch werden. Jetzt liegt ein bisschen mehr Wasser auf der Strecke, also wir safen die Reifen gerade ein bisschen. Das hilft uns mehr als Hamilton. Trotzdem laufen hier ein paar Sachen gerade nicht hundertprozentig optimal für uns. Okay, Abstand hat sich jetzt ein bisschen gehalten auf jeden Fall. Hamilton immer noch einen Tacken schneller, aber nicht viel. Dadurch, dass wir jetzt ein bisschen mehr Sprit rausballern. So, der fährt gerade kurz keine Energie mehr. Also fährt mal kurz Energie sparen. Weil das kostet ihn halt so auch nur Rundenzeit. Oh Gott, Hamilton holt halt trotzdem auf. Ja, und auch Ocon hängt an Tsunoda dran, der wiederum an Bottas dran hängt. Hamilton wurde jetzt ein bisschen aufgehalten. Und hat trotzdem die Lücke jetzt schon wieder, das was er gerade verloren hat, wieder zugefahren. Verstappening. Gib Gas. Wir wollen auf gar keinen Fall den Anschein machen, dass es möglich ist, uns zu schlagen. Das tut nicht gut. Geht Ocon jetzt rein? Nee, geht er nicht. Ocon bleibt hinten dran. Jetzt kann er es probieren. Nee, zieht aber auch wieder zurück. Boah, das mit den ältesten Reifen hier gerade, oder? Ja. Also ich sag, wie es ist, Ocon müsste eigentlich an beiden noch vorbeigehen können. Die Inters brechen jetzt weg, Hamilton holt richtig auf. Eieiei. Ja, halt ihn auf. Magnussen, spiel doch mal für uns. Wir haben schon so viel Gutes für dich getan. Oh Gott. Gelbe Flagge. Hamilton? Nee. Ein Dreher! Norris. Okay. Damit Ocon immerhin erstmal wieder in den Punkten drin. Norris steht immer noch da hinten, der kommt da gerade nicht mehr raus. Jetzt fährt er wieder. Okay, 4,3. Wir haben noch 5 Runden mit der hier. Problem ist, wie gesagt, die Inters werden jetzt auf jeden Fall einen Abgang gemacht haben. In den letzten Runden. Also es kann gut sein, dass Hamilton jetzt mit seinen doch deutlich frischeren Inters eine Sekunde pro Runde noch aufholt. Theoretisch möglich, praktisch hoffen wir es natürlich nicht. Wir haben zur Not also an Bottas probiert, aber ich sage aus eigener Erfahrung, fight nicht mit Bottas in Japan. Das endet nicht gut für dich.
Verstappen 3,8. 4 Runden noch. Sagen die Zeiten 46,4, 46,5. Es ist immer noch nur eine halbe Sekunde. Das kann immer noch gut für uns ausgehen. Vielleicht noch 3 Runden to go. Wenn die Reifen nicht jetzt komplett wegknicken, müssten wir es haben eigentlich. Aber wie gesagt, das ist halt eine Sache, die passieren kann. Auf jeden Fall. Ja, und einfach zwischen Alonso und Ricciardo 50 Sekunden fast. Das ist crazy. 16. letzte Runde, also gerade sieht's gut aus. Ich drehe den Motor mal noch nicht hoch. Okay. Das hilft uns halt noch weniger jetzt, aber wechseln wir aber natürlich nicht mehr. In der Realität wäre es jetzt natürlich sehr gut für uns, weil unsere Inter schon weiter runter sind und dadurch weniger Profil haben. Das haben wir in der Türkei gesehen. Aber ja, auch jetzt an Tsunoda vorbei. Hier im Spiel ist das wahrscheinlich nicht simuliert. 2 Runden noch, 2,7 Sekunden der Vorsprung. Müsste eigentlich reichen. Er holt aktuell eine halbe Sekunde auf. Es müsste eigentlich reichen. Also, dass Hamilton uns in der Season mal so Druck macht, hätte ich aber auch nicht gedacht. Absolut nicht. Und Ocon geht jetzt auch an Bottas vorbei. Das war erwartbar mit den frischeren Reifen. Da kann Bottas wenig gegen machen. Letzte Runde. 2,2. Verstappen hat Perez oder Stroll vor sich. Gelbe Flagge, Sektor 2. Nein, Vettel. Don't do it. Es war wieder so ein Fake-Absatz, den wir fahren. Der hat wieder nichts verloren. 1,7. Komm, das sind nur noch ein paar Kurven. Come on. Ich sehe den Flotter und Speifett, ich entscheide mich dazu, ihn zu ignorieren. Es müsste reichen für uns. Vettel gewinnt den großen Preis von Japan und Verstappen bringt es auf P2 mit der schnellsten Runde durch. Das heißt, die Meisterschaft dreht sich wieder auf 3 Punkte. Diesmal zugunsten von Vettel. Aber ja, das war die richtige Strategie für uns auf jeden Fall. Das war die einzige Möglichkeit, Verstappen Hamilton vorbeizukriegen. Schönes Ding. Sehr schönes Ding. Richtige Strategie auf jeden Fall von unserer Seite. Sebastian Vettel weiß, Hamilton hätte jetzt am Ende halt richtig pushen müssen. Dann hätte es für ihn wahrscheinlich geklappt. Wenn er wirklich die letzten 2-3 Runden auf aggressiv gepusht hätte, die Reifen. Oder angreifen, dann hätte das für ihn geklappt, aber hat er halt nicht. Sehr gutes Rennen von unserer Seite. Perfekte Strategie. Auch der Double Stack am Anfang musste sein. War richtig auf jeden Fall. Definitiv. Der mehrfache Weltmeister ist noch lange nicht fertig. Und wieder Hamilton auf dem Podium, ey. Ferrari tut mir echt langsam leid. So einen starken Wagen, aber schaffen nicht zu viel damit gerade. Nicht nur um die heutigen Pokale, sondern um die Punkte, die den Unterschied ausmachen können. Ja, 4 Rennen noch und Vettel ist 3 Punkte vor Verstappen. Das dreht sich jetzt wirklich von Rennen zu Rennen gerade. Das ist insane. Nach einem intensiven Wochenende steht das Team ganz oben in der Konstrukteursmeisterschaft. Ja, die haben wir eh schon gewonnen. Beim nächsten Mal überqueren wir den großen Teich und melden uns aus Texas zum kurvenreichen großen Preis der USA.
Eieiei. Wildes Rennen auf jeden Fall. Wie gesagt, Hamilton in den letzten Runden sehr stark unterwegs gewesen. Wenn er mit uns reingegangen wäre, also mit Vettel oder mit Verstappen, dann glaube ich, hätten wir also auch verdammt schwer gehabt, ihn vor Verstappen an ihm vorbeizukriegen. Aber so konnten wir es über Strategie lösen. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ja, Alonso, wie gesagt, hätte vor Leclerc auf jeden Fall sein können. Definitiv. Vielleicht sogar für Sainz, wenn er mit einer anderen Strategie gefahren wäre. Und damit können nur noch unsere Fahrer Weltmeister werden. Ausschließlich Vettel und Verstappen. Kein anderer. Verstappen mit 10 Pole Positions gegen Vettels 4. 10 schnellste Runden gegen Vettels 8. Vettel einmal öfter auf dem Podium. Weil Verstappen den DNF hatte in... Sag's mir. Zandvoort. Verstappen war ja dann zweimal nicht auf dem Podium. Stimmt, Belgien hat das nicht geschafft. Bei Vettel war er in Österreich nicht auf dem Podium. Genau. Und Vettel mit 8 Siegen, Verstappen mit 9. Also das ist schon... Das ist super eng hier. Das ist extrem spannend gerade. Alonso jetzt damit auf P6 in der Fahrerwertung. 6 Punkte vor Russell. 7 vor Bottas. Also das ist extrem spannend. Stimmt, aber es war in jedem Rennen in Red Bull auf dem Podium. Und bis auf einen haben wir alle gewonnen. Mercedes mittlerweile mit 4 Podiumsplatzierungen. Mercedes wird stärker, definitiv. Aber keine Gefahr aktuell. Und ja, die Meisterschaft dreht sich gerade wieder um 3 Punkte, ey. Das ist unglaublich. Wir haben noch 4 Rennen. Wir haben noch 4 Rennen. Selbst wenn einer unserer Fahrer alle 3 Rennen, also die nächsten 3 Rennen gewinnen sollte mit der schnellsten Runde. Ne, mit der schnellsten Runde nicht, aber selbst wenn einer unserer Fahrer alle 3 Rennen gewinnen sollte, dann kann sich das im letzten Rennen immer noch drehen. Wenn der andere Zweiter wird. In den anderen Rennen. Es ist super spannende Wertung gerade. Sehr, sehr spannende Wertung. Ich bin sehr gespannt, wer es von beiden macht. Ob Verstappen sich die 2 holt oder Vettel die 5. Bin ich enorm gespannt drauf, wie das hier weitergeht. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, das war's mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über euch noch um so ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!